Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Imperium Galactic Survival hier mit mir, dem Feljack. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja Mensch, so, wir sind hier immer noch in der Basis, natürlich, wir müssen die Basis weiterbauen, das beinhaltet die heutige Folge. Und wenn wir es schaffen, möchte ich einmal gerne zu den Händlern, da wurde ich drauf aufmerksam gemacht, des Öfteren schon mal in meinen Kommentaren und ich habe es immer irgendwie vergessen. Und ja, aber wir wollen jetzt erstmal hier die Decke ausbauen, denke ich. Wir machen hier erstmal dicht, würde ich jetzt mal so behaupten, aber ich will gerne... ich möchte gerne hier... Das ist düster jetzt. Mal Licht anmachen, so. Hier möchte ich gerne eine Treppe oder sowas haben. Ach, da muss ich erst wieder bauen, ne? Die kannst du ja gar nicht auswählen. Lalalala, wir bauen eine Treppe. Na komm her hier. Dann nehmen wir aus Stahl. Können wir eigentlich aus Stahl machen, ne? Und mal 10 Treppen aus Stahl. Ich weiß, wofür wir sie noch brauchen. Wir haben hier jede Menge Waffen. Die werden wir alle beim Händler verkaufen, sofern wir können. So. Da sind sie. Weil ich möchte nicht unbedingt jetzt immer nur alles mit Aufzüge machen. Ein bisschen länger gezogen hier. Zack. Zack. Oh. Das ist doch ein bisschen sehr lang, ne? Hallo? Ja, müssen wir den doch mal wegmachen hier. So in etwa dachte ich mir das. Ja, warum ist denn hier ein... Der schief? Ne, scheinbar ist das okay. Wir gehen mal den rein. Ihr seht schon, ich habe noch ein paar Panzer, ein bisschen Panzerglas habe ich noch. Knallen wir den da drunter. Soll hier dann hochkommen. So, genau. Haben wir eigentlich noch ein paar Türen hier irgendwo? Hier ist noch eine Stahltür. Eine normale reicht auch. Und soll ich noch eine Tür hier rein? Wir sind mal so frei. Ich so. Und ich will die haben. Die Schiebetüren. Da kommen wir schneller durch, finde ich. Die können wir auch mal dicht machen. Dann fallen wir hier nachher noch runter oder so. Man weiß ja nie, ne? So, können wir mal ein bisschen großflächiger machen. Können wir hier auch da hinten ansetzen, ne? Aber komme ich nicht da rein, doch. So. Obwohl, das sieht ein bisschen dämlich aus. Warte mal, das müssen wir anders machen. Lassen wir das hier auf. Ja. Und dann baue ich mir lieber hier ein Geländer hin oder sowas. Oh, ich sehe gerade, dieser Schatten ist immer noch da. Jetzt ist er grün, unten links und unten rechts. Auch nicht schlecht. Ja. So, ja, hier wäre es schön, wenn man hier auch noch rein könnte, ne? Machen wir den hier weg. Und dann setzen wir hier... Ach, ich habe die gar nicht hier. Dann gehen wir hier drüber rein. Setzen wir hier halt eine Panzertür rein. Ich weiß gar nicht, was ich da sonst drin habe. Eine Panzertür ist ein bisschen heftig, ne? Muss ich mal kurz mal gucken hier. Mit der Drohne hier runter. Was habe ich denn hier für eine Tür? Eine ganz normale, ne? Naja, das ist eine normale. Eine gepanzerte ist ein bisschen zu heftig wieder. Obwohl, dann können wir auch... Ne, doch, können wir hier drüber machen. Gehen wir hier rein. Alles sortieren hier. Konstruktor. Und dann bauen wir uns mal schnell eine Tür. So, so. Fertig. Da müssen wir nicht immer hin und her rennen. Dann nehmen wir die nicht. Dann nehme ich die Tür. Dann kann man von hier nämlich auch rein. Bin ich dann doch ein Tucken besser noch. Nee, falsch. So. Machen wir hier auch eine Tür. Können wir die auch hier lackieren? Ist das richtige Blau? Ja, war schon das richtige, ne? Ja. Glaube ich. Ja, egal. Lassen wir so. Jetzt können wir eigentlich mal ganz schnell noch Konstruktor. Einmal Zugriff. Na, komm ja hier. Und dann lass uns mal noch schnell die hier machen. Und wir machen mal 20 Stück gleich.
Nur 20 Geländer bauen. Ja, hier müssten wir eigentlich auch hoch und runter kommen, ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht von hier irgendwo. Bauen wir hier nämlich auch Treppen hin. Aber hier können wir ein bisschen schmaler bauen jetzt. Aber das so. Obwohl, nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Dann müssen wir ein bisschen anders machen. Was ist denn für Dinger? Ach, das sind die Dinger. Die sind aber auch nicht schlecht, ne? Aber die sind auch so kurz, ne? Die sind mir auch zu kurz, die Dinger. Was haben wir denn noch? Die hätten wir noch. Die sind ein bisschen länger, ne? So. Das gefällt mir besser. Das sieht dann auch ein bisschen mehr so nach Fabrik aus und so, ne? Aber der hat hier so eine komische Kante, seht ihr das? Guck mal, wenn man hier runter guckt. Da, diese Kante. Und hier ist diese Kante auch. Das, weil ich die jetzt so komisch gesetzt habe? Oder weswegen ist die Kante hier? Ne, hier müssen wir freilassen, weil das kommt hier weg. Da kommt Panzerglas hin. Hier kommt Panzerglas hin. Das war das Geheimnis, was ich noch für euch hatte. Hier kommt Panzerglas. Hier sollte eigentlich auch Panzerglas. Hier Panzerglas und da Panzerglas. Also da muss ich nur mal gucken, wie ich das mache. Obwohl wir da ja nicht unbedingt Panzerglas brauchen. Ne, aber auf drei Wände oder so. Wir können vielleicht schon mit anfangen. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir das einbricht hier alles, wenn ich das jetzt wegnehme. Dann müssen wir mal... strukturelle Integrität. Und dann brauchen wir diese Dinger hier. Und jetzt brauchen wir das hier. Nehmen wir das weg. Seht ihr, dann geht das schon los hier. Oh, oh, oh. Das mal weg. Müssen erstmal gucken, wie weit wir das brauchen hier. Die hier setzen. Ne, das ist zu klein, ne? Müssen die ein bisschen größer setzen. Eigentlich. Na, ich baue nicht viel mit dem Panzerglas, aber das muss ein bisschen größer werden noch. Wenn wir das so machen. Aber ich will das schon gerne vorne haben. Das heißt, ich müsste es ja so setzen, ne? So. Ne, das ist schon okay so. Dann machen wir das so. Nee. Das geht gar nicht. Hä? Nee. Doch, so. So will ich das haben. Genau. Das sieht jetzt schon einiges besser aus. Machen wir das auch jetzt. Zack. Zack. Dann brauchen wir... so einen hier. Nee. Jetzt so. Den brauchen wir. Ist jetzt richtig? Ja, ist richtig, ne? Aber dann hat er. Nee, dann hat er so ein komisches Ding hier, ne? Ja, dann ist hier so eine Ecke drin, ne? Das will ich ja auch nicht. Das will ich auch nicht. Nee, nee. Das soll schon. Ah, das hier dann, ne? Nee, das ist ein Schrägfenster. Das ist eine schräge. Das hier, ne? Jawohl, ja. Das wollte ich haben. Genau. Und jetzt können wir nämlich auch so eine Tür setzen, ne? Dann sollte das eigentlich ganz gut aussehen. Dann nehmen wir auch die wieder. Hoffe ich, dass das gut aussieht. Ne, steht nicht drin. Sie steht nicht drin. So. Hey, die steht gar nicht drin dann, ne? Hey, wie geht denn das? Da muss doch eine Tür rein. Oder Panzerglastüren, ne, ne? Könnte man dann höchstens offen lassen, aber ist doch auch dämlich.
passt da gar keine Tür rein. Ja, das sind diese Schrägdinger. Das ist ja doof. So habe ich mir das aber nicht jetzt gedacht. Ne, die passen alle nicht. Die passen alle nicht rein. Die haben alle hier, die haben alle dann diesen Rand hier. Aber ist ein bisschen abgeschwächt jetzt hier, ne? Ich muss hier mal wieder raus. So. Das ist sehr doof, ne? Kann man die nicht hier reinsetzen? Wenn man die hier hinsetzt? Doch hier, ne? Ne, es passt ja. Doch, warte mal. Wenn wir das nochmal bauen, muss man das doppelt bauen vielleicht? Ne, du kannst das da nicht mehr ansetzen. Aber hier könnte man das ansetzen wieder. Na, ah, das ist alles nicht so das Wahre, ne? Es ist nicht das Gelbe vom Ei, was ich hier suche. Ja. Dann höchstens so, aber das ist ja Quatsch. Nee. Geht das nicht? Geht das überhaupt gar nicht? Das war schon richtig so. Aber vielleicht passt auch die Tür nicht. Vielleicht muss ich dafür die andere nehmen wieder. Wir haben ja noch... Oder nehmen wir ein Rolltor dafür. Können wir auch mal probieren und wir nehmen davon einen. Aber ich habe so das Gefühl, dass das nichts wird irgendwie. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das nichts wird. Ach nee, falsch. Probier mal das Rolltor. Ach, das ist, weil... Nee, geht doch. Nee, geht auch nicht, ne? Das hier reinsetzt, habe ich auch... Ich habe immer diese Luft hier zwischen, ne? Das ist das Doofe. Ich habe immer diese Luft dazwischen. Das will ich ja gar nicht. Da werde ich die Tür auch nicht so setzen können, wie ich sie haben will, ne? Aber es gibt doch... Gibt es nicht Türen, die sich so ein bisschen mittig setzen oder so? Hm? Nee. Kann man nur so oder so setzen, das ist es ja, ne? Das ist echt doof, aber ich habe das irgendwo gesehen, dass der das auch so hatte. Und der hat da eine Tür zwischen gehabt. Bin ich mir ganz sicher, dass es sowas gibt. Der eine oder andere von euch wird es wahrscheinlich kennen, ne? Ich gucke nochmal mit der Panzertür. Also ich meine, dass manche Türen sich da so reinsetzen lassen. Aber nicht die. Die auch nicht. Jetzt gehe ich mal jede Tür hier durch. Ich meine, dass es auch Türen gibt, die mittig sitzen, ne? Ja, wahrscheinlich die hier, ne? Oder? Wir sitzen auch nicht mittig. Aha. Der mag uns nicht. Der mag uns einfach nicht. Es geht keine einzige Tür, ne? Doch die hier sitzen müssen mittig, ne? Die ist mittig. Du hast aber trotzdem nicht hier reingebaut, ne? Den Mist. Hast du trotzdem. Der trotzdem einen so drinnen, ne? Ach, ist das ein Mist. Oder ich muss das hier anders bauen, ne? Kann man das nicht auch mit so einem Ding bauen? Wenn ich den unten nicht rund baue, sondern wenn ich den eckig setze, zum Beispiel, auf der Ecke jetzt. Ich zeige das, was ich meine. Den hier, wenn ich den jetzt... Boah, sieht ja total bescheuert aus dann. So. Dachte ich in der Art. Und so. Sieht das aus? Ah, ne. So. So. Und dann passt die Tür nämlich. Ha! Haha! Ha!
Aber können wir jetzt auch eine andere nehmen, oder? Jetzt können wir auch so eine nehmen hier. Zack, und passt. Mann, bin ich gut. Ach, bin ich gut, meine Lieben. Hab ich's drauf oder hab ich's drauf? Aber das sieht dämlich aus, weil ich ist jetzt der Rahmen weg, ne? Das ist der einzige Nachteil, ne? Der Rahmen ist jetzt da weg und dadurch geht das nicht mehr. Ja, das ist doof. Ansonsten, es gibt noch irgendwie ein Teil, das von beiden Seiten irgendwie so ist. Aber ich glaube, da werden wir hier nicht fündig. So ein Teil gibt es nicht, ne? Was so wie das ist, aber dann von beiden Seiten. Was man noch machen könnte, weil es ja total behindert aussieht, das hier wegnehmen. Das dafür reinsetzen, ne? Das sieht auch nicht schlecht aus, aber... Oh, nee, hier oben. Ne, das obere darf ich gar nicht wegnehmen, ne? Stimmt. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Das obere muss so bleiben. Sonst hast du diesen Rahmen nicht mehr. So, ne? Genau, ja genau, weil sonst hast du den Rahmen nicht mehr. Du brauchst ja diesen Rahmen. Den hast du sonst nicht mehr, genau. Jetzt geht es, ne? Und jetzt könnte man das folgendermaßen machen. Jetzt machen wir das auch so. Aber hier weg. Und hier weg. Geht aber nicht auf, ne? Müsste das... Ja, das geht hier nicht auf, weil hier ist einer, dann kommt der Runde. Und hier sind zwei, ja, und dann kommt erst der Runde. Ich das jetzt einversetze. Ob das was bringt. Den einen rübersetze. Dann habe ich da Zweier. Nee, das passt. Das geht einfach nicht auf. Aber ist ja egal. Ist ja egal. Und jetzt können wir aber den so setzen, den ich vorher hatte. Wo hatte ich die denn? Hier die Dinger, ne? Nee, doch, das... Doch. Nee, das geht nicht. Ja, geht schon, aber... Nee, dann habe ich ja oben wieder einen Rand. Dann habe ich ja wieder einen Rand da oben. Ne, wenn ich den jetzt so setzen würde, mal so angenommen so, das sieht da total bescheuert aus. Geht also auch nicht. Nee, das funktioniert so nicht. Hätte ich jetzt gedacht, dass man vielleicht da noch eine Ecke ranmachen kann oder irgendwie so ein... Ja, irgendwie so ein Rahmen oder so irgendwas, dass das ein bisschen besser aussieht. Aber egal, wie ich es jetzt machen würde, es wird nichts bringen. Von daher, dann lassen wir das so. Dann setzen wir die hier wieder hin. Zack. So. Pistole ausgepackt. Was hatten wir hier? Den hatten wir, glaube ich, ne? Und die hier. So. Ist die gleiche Farbe, ja, ne? Was macht er das da oben nicht, ne? Das muss ich von hier machen. So, damit das nicht ganz so dämlich aussieht. Und hier unten haben wir schwarz. Und den, glaube ich, ne? Genau. So. Da geht doch. Okay, ist nicht so ganz so, wie ich es haben wollte, aber ist okay. Denke ich, da kann man mit leben, ne? So, dann müssen wir das natürlich auf der anderen Seite auch machen. Jetzt habe ich hier natürlich, ja, die Tür hätte hier hingemusst, ne? Ich muss das doch versetzen. Och Mann, ey. Muss das doch versetzen. Hierhin. Und jetzt hierhin. Nee. So erstmal. Nein. So. Dann, so. Und einmal... Einmal so, ne? Genau. Und hier müssen die
Eckscheibe noch rein. Richtig? Jetzt passt das hier nämlich wieder. Genau. Jetzt passt das wieder. Und jetzt können wir wieder eine... Achso, ich habe keinen Platz. Mal das Ding wieder reinmachen. Und eine Schiebetür. Zack. So. Perfektikus. Da fällt Jake auch wieder auf die Reihe gekriegt hier. Jetzt brauchen wir wieder Grau. Und den hier. Wo ist das? Okay. Ja. Zwei. Naja, da sag ich, das geht nicht auf. Jetzt haben wir hier Dreier und hier sind Zweier, ne? Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Rund, ja. Geht leider nicht auf. Egal. Aber jetzt passt es hier wieder. Mittig. Das heißt, hier müsste eigentlich der nächste rein. Oder hier. Eigentlich kommt jetzt der nächste wieder rein. Mensch. Und wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. Das geht so fix, ne? Nur für so eine kleine Tür hier. Für so eine kleine Minitür habe ich jetzt so lange gebraucht. Und ein paar Treppen. Und die oben ist auch noch nicht richtig fertig. Und das Geländer müssen wir noch machen. Dann würde ich sagen, dann machen wir das in der nächsten Folge. Oder wir machen in der nächsten Folge Händler. Ich weiß noch nicht. Überleg mir was. Mein Lieben, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, Abo-Glocke, Kanalmitgliedschaft, wenn ihr Bock habt. Wir sehen uns in einer weiteren Folge. Bis demnächst. Tschüss.